Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Wir beginnen unseren Kampf gegen Berna, das tyrannische Oberhaupt dieses Landes. Nun gut, außerdem wollte ich noch sagen, ich werde in nächster Zeit doch öfter mal eine Pause machen. Jetzt ist Ostern dran, ich werde eine kleine Pause machen. Und ich werde eine kleine Pause machen. Dann folgt mir. Mein Vater hat diesen Gang für den Belagerungsfall als Fluchtweg anlegen lassen. Nie hätte ich es mir träumen lassen, ihn einmal zu nutzen, um in unser Haus einzubrechen. Auf dem Platz haben unsere Männer die Finte gestartet. Sie werden jedoch nicht lange standhalten können, wenn Werners Männer eintreffen. Komm! Wir müssen uns beeilen. Die armen Männer. Oh, hier kann ich nochmal speichern. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Da oben ist eine, ist eine lila Kiste. Natürlich ist es eine lila. Komm. Geht's jetzt weiter oder nicht? Sieht nicht so aus. Was hat Ulbrich für einen Bogen drin? Okay. Und wie komme ich dahinter? Ich gehe einfach mal nach links, vielleicht geht es hier irgendwo die Wand. Und da lang. Ah, die kenne ich schon. Your turn sounds like wind. Aua! Ja, das reicht. Schön. Out of my way. Angreifen? Tschüss. Das hätte ich zwar schon früher machen können, aber... Unten oder oben? Unten. Wutkraut. Das geht da nicht weiter. Okay. Och nö. Out of my way. Hä? Oh. Ach, hätte man einen Speer nehmen sollen. Na gut. Joa, das geht auch. Komm, ich gebe mal ein BP. Ein Ophelia. Kann die mal eben den Rest machen. Hoffentlich. Tschüss. The flame guides us true. La 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 la. Ich hab zwar diese Sternbringerin, aber ich spiele die jetzt gar nicht. Das ist auch gut, ne? Ich müsste diese tolle Kampfkraft auch nutzen. Ich hätte es bei der Kriegsbringerin machen sollen. Oh. Was haben wir denn hier? Imperialer Helm? Ich glaube, den kenne ich schon. Imperialer Helm. Das da. Okay. Das ist doof. Ja, hier? Hm. Hier. Ja, das kann man, denke ich, machen. Ja, das kann man, denke ich, machen.
hatte zwei. Ups. Oh, ein Rattenmann. Alles klar. Dann schmeißen wir gleich mal ein bisschen Licht an. Mach mal ein bisschen Pfeile. Okay. What? Die leben noch. Haststich. Ein Haststich. Aber nicht so hastig mit dem Haststich. Okay, du könntest mal ein bisschen Leben gebrauchen. Da war. Nö. Nö. Dann ist es Feuer. Nö. Ich versuche noch den Zauber rauszubekommen. Oder wir machen einfach nochmal Geld. Zu wenig? Da ist noch eine Kiste. Das ist aber versteckt hier alles. Muss ich die denn alle bekämpfen? Die haben uns überrascht. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Oder ist das schon ziemlich lange her? Haben wir es denn jetzt? So. Cyrus, wärst du so freundlich, die Herren nach draußen zu schmeißen? Ganz schön. So. Die Wand haben wir genommen. Da oben ist noch eine Kiste. Dafür muss ich nach oben lang. Hier geht's nicht weiter. Aha. Blitz. Machen wir erstmal Eis. Leben. Hol dir mal ein bisschen Leben. Oi, oi, oi. Tiffy, das war aber ganz schön stark. Ach, ich hätte den anderen nehmen sollen. Soll ich noch mal was stehlen? Mal gucken, was die haben. Ein Bund Heiltraum. Nö. Du denn halb tot? Tschüss. Where's the nearest tavern? Ein Butteiltrauben. La, 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 la. Kann ich auch fliehen? Hat keine Lust. Ja. Beutel. Ein Beutel voller Silber. Nehmen wir mit. Da ist noch eine Kiste.
Oh, die Schnecke kenne ich noch nicht. Red Hawk. Haben es denn? Darf ich denn? So, komm, wir lassen ihm auch mal ein bisschen was kriegen. Das war ja mal nix. Das war der falsche Zauber. So. Dam, 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 dam. Okay, wir stehen nochmal noch ein bisschen FP. I appreciate you. Wow, wie viel hat er gerade geklaut? Das war gut. Der kann super auf sich selber aufpassen. Eisseelenstein. Jetzt nicht weiter. Da links ist noch eine Kiste. Nehmen wir nochmal mit. Oh. Okay. Schwert. Vielleicht Feuer? Nö. Knüppel? Nö. Schwert nicht. Speer hab ich noch nicht gesucht. Aha. Boah. Bogen? Hier, Kälte. Ja. Hier, machen wir nochmal Speere, komm. Das hatte ich ja noch nicht genommen, Blitz, ne? Na, da haben wir es doch schon. Die drei Runden, dann kriege ich keine Ausrüstung. Zweimal ausgelöst. Ich weiß nicht, warum das was bringen sollte. Egal was er macht, er ist für zweimal ausgelöst. Oh, mach mal den. Aber was machen wir damit? Ich könnte Hilfe anheuern. Aber dann gebe ich jetzt zweimal Geld aus. Ich könnte sammeln. Das geht ja nichts. Ich wollte eigentlich angreifen irgendwie. Na komm, mach Wind. Mach einfach Wind. Tschüss. Wow. Das war ja nett. Das Krokodil ist ja richtig fies. So, jetzt bin ich auch mal richtig fies. Das war gar nicht so leicht. Oh, vier. Was ist denn da los? Das wird doch mal Zeit. Ich glaube, das ist noch die kleinste im Team. So, wie spät haben wir denn? Bisschen geht noch. Die Kiste nehmen wir nochmal mit. Zack. Na. Ah.
a lesson. Nö, ich will nicht. Out of my way. Tschüss. Wir speichern lieber nochmal. Ungefähr so. Komm. Es ist nicht mehr weit. Ich danke euch nochmal für eure Hilfe, Freund. Hier wird Werners Schreckensherrschaft enden. Eine Schreckensherrschaft, sagt ihr. Wir nennen es eine starke und fähige Regierung. Passt auf. Was zum... Aus dem Weg. Die Dämonen sollen sie holen, aber diesen beiden wird nicht leicht beizukommen sein. Der da ist gefährlich. Kümmert euch um ihn. Fürst. Herr. Ja, Fürst Werner. Well. Du bist ebenso berechenbar wie dein feiger Vater. Während wir hier sprechen, vernichten meine Männer, was von deiner Ablenkungsphase auf dem Stadtplatz noch übrig ist. Dammit. Werner. Aber woher wusstet ihr... Meine Güte, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was? Ja. Es war auf Anhieb offensichtlich, dass die Revolte auf dem Platz nur eine Finte ist. Viel Trubel zwar, aber kaum ein Schwert im Spiel, das hasserfüllt geschwungen wurde. Nein, der Hauptangriff musste woanders stattfinden. Es war keine große Kunst, festzustellen, wo. Kinder sollten nicht mit Feuer spielen, sonst verbrennen sie sich. Eine weitere Lektion, die dich dein Vater nicht gelehrt hat. Hast du auch nur eine Sekunde überlegt, was dein forschendes Handeln für deine Mitbürger bedeutet? Hast du nie daran gedacht, dass sie für deinen Verrat leiden müssen? Ach. Nein, du musst nicht antworten. Du wirst genug Zeit haben, im Kerbgürtel das Schicksal nachzudenken, was auf dich wartet. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Halunken für deinen Scheiterhaufen ausgehen, doch dank dir haben wir für die nächsten Monate mehr als genug davon. Das Volk wird zweifellos sehr dankbar sein für den alten Aufschub. Werner! Fahr zur Hölle, du brutaler Mörder! Do it. Was für ein Temperament. Spare us. Hilfe, Feuerhagel, aufpassen! Jemand muss sie aufhalten, habt ihr Gnade, ihr Götter! Is this my fate again? Must I stand by and watch helpless? Oh. Watch while those I swore to protect are cut down before me. Sir Ulbrich, look! Ah! Damn it all! Did he say Ulbrich? Ah, the unfinished. Sagte Ulbrich? Ah, die unbeugsame Klinge von Hornburg persönlich. Unbending blade of... Where was it again? Your sovereignty escapes me. Man wird diese herrenlosen Heckenritter einfach nicht los, was? Gute Götter, die sind schlimmer als Kakerlaken. Silence, you cur! I have sworn an oath to defend these people from your treachery. Sei still, der Hundesohn. Ich habe geschworen, diese Leute vor deiner Heimtücke zu schützen. Aye, he has the right of it. Ja, und er hat völlig recht. Wir werden sie beschützen, und zwar gemeinsam. What? What? What are you doing here? Erhard, was macht ihr denn hier? Quillborn ist außer Gefahr. Ich fand mich ohne Beschäftigung. Also folgte ich euch. Been a while, Werner. Or is it your lordship? Moved up in the world since we last met, you have. Es ist schon eine Weile her. Werner, oder muss ich jetzt Fürst sagen? Scheinbar hast du einen Aufstieg hinterlegt. Hineingelegt. Ja, hingelegt. Seit wir uns das letzte Mal sahen. Ich kann echt lieber lesen. Now here's a pair I never thought I'd see reunited. Das ist mal ein Paar, an dessen erneute Vereinigung ich nie geglaubt hätte. Few moons ago, I'd have been as surprised as you are. Noch vor wenigen Monaten wäre ich so überrascht gewesen wie du, Werner. But here we are, nonetheless. Two swords,
standing as one. Und doch stehen wir nun hier, zwei Schwerter, als wären sie eins. For friendship, for those we would protect, the twin blades of Hornburg will fight together once more. Für die Freundschaft und für jene, die wir beschützen, die Zwillingsklingen von Hornburg kämpfen wieder gemeinsam. Right, Ulbrich. Einverstanden, Ulbrich. Ihr und ich. Shoulder to shoulder, old friend. Schulter an Schulter, alter Freund. That is why I wield this blade. Genau deshalb führe ich diese Klinge. Danke! What demons are they? My eyes can't follow their blades. Verdammt, sind diese Mistkerle schnell. Meine Augen können ihren Klingen kaum folgen. Folgen! Stand and fight, you coward! Stellt euch und kämpft, ihr Memmen. Sonst werdet ihr meine Klinge zu spüren bekommen. What about the rest of the cravens? Wann ist denn das Gespräch endlich fertig? Mein Gott. Nun, was ist mit euch anderen, ihr Feiglinge? Was glaubt ihr wohl, bei wem ihr größere Chancen habt? Bei ihnen oder bei mir? Das lohnt ja richtig. Das gefällt mir schon besser. Überlasst die Lakaien mir. Kümmert euch um Werner. Er ist keiner, der einfach so flieht. Er will nur Zeit gewinnen. Warum in Göttern Namen auch immer? Diese Männer werden von Angst und Gewalt beherrscht. Der Geist, der sie unterjocht hat, darf keine Gnade erfahren. Danke, Erhard. Ich verlasse euch diesen freien Händen. Viel Erfolg, mein Freund. Endlich. Endlich darf ich wieder mich bewegen. Pff, diese manchmal endlosen Kommentare. Hui. Gut, machen jetzt mal ein Päuschen. Das nächste Mal hoffentlich in der Endsession. Bis gleich.